Okay, was möchtest du uns zu diesem Thema mitteilen? Stell dich vor, bitte. Ja, hallo. Ich bin der Simon, ich bin der Vorsitzende der Piraten hier in Berlin. Und wir haben natürlich auch zu dieser Demo mit aufgerufen, weil wir der Meinung sind, dass hier mal wieder eine rote Linie überschritten wird. Wir setzen uns schon seit langer Zeit gegen die Videoüberwachung ein, deren Nutzen ja bekanntlich nicht wirklich nachweisbar ist, die aber dazu führt, dass Leute sich in der Öffentlichkeit anders verhalten. Und hier wird es noch einen Schritt weiter gegangen. Durch die automatische Gesichtserkennung wird aus der Videoüberwachung, an die sich viele Leute schon gewöhnt haben und für die die CDU jetzt tatsächlich ein Volksbegehren starten will, eine Totalüberwachung aller Menschen. Momentan eine Totalüberwachung von 275 Freiwilligen innerhalb von dem blauen Bereich. Im weißen Bereich wird man noch nicht erfasst. Wir haben gerade schon gesagt, man kann es zwar nicht mehr zum Bäcker, aber zum Burger King geht noch. Aber dank des Ausweisgesetzes, dank des Asylbewerberleistungsgesetzes haben wir ja alle schon unsere Gesichtsbilder in biometrisch gut verarbeitbar abgegeben. Hieß vor 10 Jahren bei der Einführung des neuen Personalausweises auch noch, die Gesichtsbilder, die biometrischen, werden nur auf dem Ausweis gespeichert. Die landen nicht in irgendwelchen Datenbanken, werden nicht automatisch abgerufen. Jetzt haben wir gesehen, 10 Jahre später, sie werden eben doch automatisiert abgerufen, sie sind doch in zentralen Registern und sie können natürlich auch völlig problemlos mit solchen Gesichtserkennungssystemen verbunden werden. Das heißt, jetzt gerade fängt es hier mit 275 Freiwilligen an und auch nur innerhalb von einem bestimmten Bereich. Aber wenn dieses Projekt ein Erfolg wird und dank der interessanten Konstruktion, dass man natürlich die Belohnung, den Hauptpreis dafür bekommt, möglichst oft erfasst zu werden, wird das hier ein großer Erfolg. Und wir können uns dann eben darauf einstellen, dass mit den Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt das dann eben bald so eingeführt wird, dass wir alle permanent überall überwacht werden. Das ist was man eigentlich nur aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennt und da eigentlich auch schon nicht so richtig gut fand. Das droht uns jetzt hier in unserem täglichen Leben. Und das Perfide dabei ist, dass es ausgerechnet an einem Bahnhof stattfindet. Wir haben uns ja schon damit abgefunden, dass bei jeder Reise mit einem Flugzeug sämtliche Daten inklusive des Essens, das man bestellt hat, irgendwie gespeichert wird. Wir haben uns schon fast damit abgefunden, dass wir auf den Autobahnen überwacht werden. Es hieß ja ursprünglich mal, diese Kameras sind nur für die Mauterhebung. Die Mauterhebung ist natürlich Quatsch, weil das Mautsystem weniger einbringt, als es kostet. Das heißt, auch hier kann man unterstellen, dass es eigentlich nur darum ging, weitflächig Verkehrsüberwachungskameras zu installieren. Und die Bahn war bislang das einzige Verkehrsmittel, wo man sich tatsächlich noch anonym bewegen konnte. Das soll jetzt auch noch geschlossen werden, diese bedauerliche Lücke in der Totalüberwachung. Und wir reden immer viel davon, wie wir doch irgendwie Staaten kritisieren, die Regimekritiker komplett überall überwachen. Wir schimpfen auf die Türkei, wir schimpfen auf China. Das Problem ist, die gesamte Infrastruktur, die man dafür braucht, haben wir hier bald auch. Die Frage ist halt nur, wann kommt jemand an die Macht, der das dann auch wirklich ausnutzt? Und wenn man sich mal so die Umfragen zur Bundestagswahl anschaut, so ganz sicher sein, dass es nicht schon in diesem Herbst der Fall ist, kann man sich leider nicht. Deswegen, hinter mir wird immer gelacht, das ist gefährlich. Sagen wir an dieser Stelle und hier bei der Einführung dieses Pilotprojekts, wir finden das nicht gut, wir finden Videoüberwachung grundsätzlich nicht gut, wir finden die automatisierte Gesichtserkennung erst recht nicht gut und wir werden alles tun, um zu vermeiden, dass sich das einfach so durchsetzt und dass der öffentliche Protest gegen diese Aktion weiterhin so klein bleibt, wie es gerade augenscheinlich ist. Dankeschön.